Herzlich willkommen auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Wir befinden uns in der dritten Woche der Pro Chess League und es gibt wieder etwas zu berichten aus dem Kampf der Garden State Passers gegen Canada Chess Bros. Magnus Carlsen spielt ja für die Canada Chess Bros und da wollen wir natürlich schauen, ob er sein Team am Leben halten kann, denn in der dritten Woche fallen die ersten Entscheidungen in der Tabelle. Zwei Teams qualifizieren sich für die K.O.-Runde, zwei Teams scheiden aus. In diesem Zusammenhang habe ich einen Hinweis für euch. Ich kommentiere am Freitagabend ab 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal zusammen mit der Damengroßmeisterin Josefine Heinemann den Kampf der Berliner Bären gegen St. Louis Archbishops. Es geht um alles oder nichts, wir werden das später sehen in der Tabelle, denn die Berliner Bären haben bisher beide Kämpfe verloren, müssen unbedingt gewinnen, um im Rennen zu bleiben. Freitagabend, 19 Uhr, auf meinem Twitch-Kanal. So, was machen die Canada Chess Bros? Sie hatten in den ersten beiden Kämpfen einmal gewonnen, einmal verloren. Verloren gegen die Indian Yogis, sehr starkes Team aus Indien. Jetzt musste wahrscheinlich ein Sieg her, ne? Also musste nicht unbedingt, bei einer Niederlage geht es noch weiter, aber besser ein Sieg, dann kann man, hat man noch ein bisschen Puffer für die nächsten Wochen. Puffer, auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Carlsen spielte hier, wir schauen uns die Partien aus dem Kampf zwischen Sam Savian und Magnus Carlsen, das sind die Spitzenbretter. Sam Savian, amerikanischer Supergroßmeister, spielt für die Garden State Passers an Brett 1. Ihr kennt ja PCL Pro Chess League, Bedenkzeit 10 plus 2, jeder gegen jeden. Vier Spieler pro Team, 16 Partien immer pro Match. Jeder gegen jeden, Reihe um. Brett 1 gegen 4, 2 gegen 3 und so weiter, es dreht sich alles, ne? Jeder gegen jeden. So. Es war auf das Messer schneiden in diesem Kampf, super knapp. Vor der letzten Runde führten die Chess Bros, ich glaube mit 7 zu 5, ganz knapp. Also mussten die Garden State Passers die letzte Runde gewinnen mit 3 zu 1, um auszugleichen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. E4. Es gab viele Kommentare nach den letzten Videos, dass ich den Ton drin lassen soll. Und irgendwie, ich bin immer für Neuerungen, lasse ich es mal drin jetzt. E6. D4, aber nicht zu laut. D5, französische Verteidigung. Springer C3, der Hauptzug. Aus meiner Sicht auch der beste Zug, objektiv. Springer F6, Steinitz. Wenn noch nicht Steinitz, Springer F6, E5, das ist die Steinitz-Variante, meine ich. Springer FD7, F4, Weiß hat hier ein schönes Zentrum, Schwarz attackiert das Zentrum, C5. Springer F3, Springer C6. Und das hier wurde schon tausende von Male gespielt, Läufer E3. Das ist im Prinzip eine Grundstellung. Eigentlich eine ganz, ganz wichtige Grundstellung. A6, die Hauptvariante hier mit DD B5, Dame D2, B5. Hier hat Weiß sehr viele Optionen in dieser Stellung. Läufer E2 habe ich schon gesehen, A3, Springer D1. Ich glaube, ich habe hier auch schon G3 gespielt. Also ich. Kann man alles machen. Sehr interessant finde ich allerdings Läufer D3. Das habe ich zum Beispiel schon mal in einer Partie gesehen zwischen Kramnik und Arnand. Oder umgekehrt, Arnand-Kramnik. Ich weiß es nicht. Habe ich auf diesem Kanal analysiert, meine ich. Läufer D3 sieht ein bisschen seltsam aus. Es lädt so ein bisschen zu diesem C4 ein, aber C4 ist nicht so gut. Dann geht der Läufer einfach wieder zurück. Man hat ein Tempo verloren. Hat man eigentlich nicht. Schwarz hat aber jetzt den Druck gegen das weiße Zentrum aufgegeben. Weiß verfügt hier über ein super Zentrum und Raumvorteil. Und der Druck ist weg vom Bauern D4. Deswegen spielt man hier nicht C4. Ganz wichtig. Ich denke, B4 ist hier eine kritische Variante. Springer D1 und A5. Und dann mit der Idee, damit B6, Läufer A6, den schwachen französischen Läufer so schnell wie möglich abzutauschen. Stattdessen Dame B6, auch ein normaler Zug, erhöht den Druck gegen D4, droht jetzt auf D4 zu nehmen. Deswegen Dame F2. Deckt D4 und blickt nach B6. Läufer B7. Dieser Zug gefällt mir nicht. Ich würde eher schlagen, CD4, Springer D4, Läufer C5. Das wurde auch schon gespielt mehrmals. Springer C2 und hier gibt es dieses F6, diesen direkten Angriff. Weiß kann ich nehmen auf E6, weil der Läufer hängen würde. Deswegen, das ist eine sehr, sehr kritische Stellung hier, denke ich. Aber ich bin mir sicher, dass Carlsen jetzt hier nicht mit den theoretischen Feinheiten vertraut war. Ist eine Rapid-Partie. Er spielt hier Läufer B7, entwickelt den Läufer. Kurze Rochade.
G6. G6 ist nützlich, um hier F5 entgegenzuwirken. Das ist ja nämlich die Hauptangriffsmarke für Weiß, ist hier mit F5 den Bauern E6 zu attackieren. Zack, zack. F-Linie öffnen, angreifen am Königsflügel. Wird noch ein Thema sein in dieser Partie. Es geht weiter mit König A1. Prophylaktischer Zug, König in die Ecke. Turm C8. A3. A3 auch ein sehr schöner Zug hier, gefällt mir. Wirkt B4 entgegen. B4 ist jetzt nicht gut. Wegen Springer A4, dann würde man auf B4 nehmen, auf C5 vielleicht. Und man hat hier ein sehr, sehr starkes Zentrum mit Weiß. Und die A-Linie öffnet sich für den Turm. C schlägt D4, ja. Springer D4, Läufer Springer D4, Läufer D4, Läufer C5. Das hat man alle schon gesehen. Wiederholt sich immer wieder dieses Spielchen im Zentrum hier. Springer E2, natürlich. Nicht tauschen, reflexartig. Springer E2, den Punkt D4 halten. Läufer D4, Springer D4. Das ist eine typische Stellung in der französischen Verteidigung. Weiß hat hier Vorteil. Schöner Springer, guter Läufer, schlechter Läufer auf B7, hinter der Bauernkette und Raumvorteil für Weiß. Es ergeben sich natürlich auch hier Möglichkeiten, am Damenkönigsflügel anzugreifen, schwarzfeldrige Schwächen. Erstmal Springer C5. Der strebt nach E4, logisch. Turm AD1 deckt den Läufer. Kurze Rochade endlich. Und jetzt Dame H4. Es wird konkret. Die Dame steht hier gut, ne? Lugt natürlich hier auf die schwarzen Felder nach H7. Eventuell Turm F3, Turm H3, solche Geschichten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Springer E4. Das ist objektiv fragwürdig, vielleicht sogar ein Fehler. Ja, natürlich, wenn man mit der Engine das analysiert, ist es schwierig, es ist einfach. Die möchte lieber hier verteidigen mit Dame D8. Aber Carlsen, nee, er geht nicht zurück. Nach Dame A6 steht halt Weiß halt besser. Bessere Möglichkeiten, am Königsflügel zu attackieren. Stattdessen greift Carlsen an. Er denkt sich so, nee, ich gehe nicht zurück, ich verteidige nicht. Ab nach vorne, Springer E4. Greift den Springer auf D4 an. Und hier gibt es jetzt eine wunderschöne Gewinnfortsetzung. Variante. Jetzt und in zwei Zügen werden wir das wiedersehen. Ihr könnt ja mal versuchen, das hier zu errechnen oder zu erahnen, wie Weiß gewinnen könnte. Das ist nicht leicht. Ich denke mal, in einer klassischen Partie würden beide das sehen. Ja, weil es relativ forciert ist. Ja, recht forciert. Ja. Es gewinnt hier Läufer E4. D schlicht E4. Und jetzt natürlich der klassische Sprengungszug in solchen Stellungen, den habe ich auch schon häufig gespielt. F5. E schlicht F5. Weiß, Schwarz muss nehmen. Es droht F6, Dame H6 und Matt. Deswegen muss er nehmen. Und jetzt Springer schlicht F5. G schlicht F5. Und hier Turm D6 mit Angriff auf die Dame. Es droht hier allerlei. Dame G5, König A8, Dame F6, König G8 und Turm schlicht F5 und dann Turm G5. Oder Turm H6, Turm H7, Turm H8. Und dagegen gibt es keine Verteidigung. Das Beste, was Schwarz noch machen kann, ist Dame E3, Turm H6 und hier die Dame opfern, Dame H6. Dame H6, aber natürlich steht Weiß hier auf Gewinn. Sollte gewinnen, ne? Andere Verteidigungszüge wie Turm C6 funktionieren auch nicht, wegen diesem Dame G5. Und dann Turm F5 am Ende mit der Idee Turm G5. Ja, gehen wir zurück. Weiß hat das nicht gefunden, spielte C3, deckt den Springer auf D4. Sieht ja sehr logisch aus. Und auch jetzt finde ich sehr bewundernswert, wie Carlsen nicht verteidigt, sondern weiter auf Angriff spielt am Damenflügel, Gegenspiel sucht, um den Gegner zu beschäftigen, Fragen zu stellen und auch die entscheidende Frage zu stellen. Siehst du den Gewinnweg? Ja oder nein? Ne? Ich prüfe dich. F5 könnte er spielen, aber das ist positionell natürlich nicht gut nach E schlicht F6, Springer F6, hier Dame G5 zum Beispiel, König A8 und dann Turm DE1 und dann hat man so eine typische Stellung, wo Weiß Druck macht gegen den Bauern E6, ne, der sehr schwach ist. Das ist strategisch nicht so schön. Er spielt stattdessen A5. Finde ich super. Er opfert hier auch den Bauern B5 im Prinzip. Und hier gewinnt Weiß immer noch auf die gleiche Art und Weise, die ich gerade gezeigt habe. Läufer E4, DE4, F5 und so weiter. Das ist immer noch drin hier. Aber Servien, man merkt es jetzt inzwischen, hatte das immer noch nicht berechnet, nicht gesehen.
Er nimmt hier den Bauern. Läufer schlägt B5. Läufer A6. Jetzt tauscht Schwarz den schwachen Läufer da hinten. A4. Läufer B5, AB5. Ich meine, die Stellung ist immer noch besser für Weiß. Er hat einen Bauern mehr. Aber nach A4 wird es schwierig. Es droht A3 hier mit Druck gegen C3. Und der Springer auf E4 ist natürlich eine sehr starke Figur hier. Es ist sehr lehrreich hier zu sehen, wie Weiß immer noch starken Angriff initiieren kann. Denkt an die Angriffsmarke mit F5. Sofort F5 geht jetzt nicht, dann nimmt Schwarz tatsächlich raus und es geht nicht wirklich weiter. Aber G4 ist hier deutlich stärker inzwischen in dieser Situation. G4 mit der Idee F5 und riesigem Angriff. So hätte er spielen sollen. Stattdessen Turm D3. A3, klar. Hier sollte Weiß nehmen auf A3. Turm C3, Springer C3 und hier F5. Springer E4 zurück, FE6. Dame D4, dieses Opfer hier, E schlägt F7 und es wird Dauerschach da oben. Egal, was Schwarz macht. Turm F7, Turm, Dame D8, König G7, Schlag, Schlag, Dame D7, Schach und der schwarze König kann nicht fliehen. Es ist ein Dauerschach. Auch wenn der König auf H6 steht, dann gibt es ja Schach auf H4, dann muss er wieder zurück, Dame E7 und so weiter. Also wenn der schwarze König versucht, hier zu fliehen. Ne? Das war eine wichtige Variante. Aber auch ganz, ganz wichtig, dieses F5 ne, immer wieder in Betracht zu ziehen und durchzuziehen. Sabian verlor hier so ein bisschen die Kontrolle. Er spielte Turm D3, möchte matt setzen, aber hier kommt H5. Jetzt B schlägt A3, Turm schlägt C3, Turm C3, Turm C3, Springer C3, F5. Im Prinzip die gleiche Variante wie vorher. Hier gibt es auch das Motiv, wenn der G-Bauer schlägt, dann gibt es diese Dame G3-Schach. Ne? Deswegen FE6, ER5, Springer F5 natürlich und Schwarz kann nicht nehmen wegen diesem Dame G3 hier. Springer E4 von Magnus Carlsen, er greift den Springer an. Und hier gibt es immer noch die Variante mit F schlägt E6, Dame D4 und Schlagen auf F7. Dann wird alles getauscht und dann kommt die Dame da rein und gibt Dauerschach. Genau wie die Variante, die ich gerade schon gezeigt habe. Aber es ist natürlich schwierig, in einer Rapid-Partie immer alles korrekt zu berechnen. Sabian spielte Springer C6 und das ist ein Fehler. Dame schlägt B5, Doppelangriff. Springer E7, Schach. König A7. Dame F4. Ja, der Turm hängt. Es droht matt. Dame F4. E schlägt F5. Springer F5. Ja, das ist Verzweiflung. Aber was soll er machen? Er hat jetzt einen Bauern weniger. Der Springer ist hier gestrandet. Und da gibt es keinen Angriff mehr. Springer schlägt F5, GF5, Dame F5, Schach, König A6 und hier geht es nicht weiter. E6, ein letzter Versuch, F6, sehr stark. Der Springer auf E4 ist wirklich sehr, sehr stark hier. Deckt wichtige Felder. Ja, Dame A5 geht nicht, Dame F1. Turm C1 probiert Weiß mit der Idee Turm C7, aber Turm C8, stark. Weiß kann nicht schlagen wegen Dame B1 und Matt auf der Grundreihe. Der Turm geht zurück nach G1 und den Rest zeige ich jetzt nur noch der Vollständigkeit halber. Dame D3, Dame F3, Dame D4, Turm F1, Dame E5, Dame E3, Dame schlicht E6, A4, Turm A8, Dame D4, Dame E5, Dame B4, Turm B8, Dame E1, Turm B2, Dame E3, Springer F2, Schach und Weiß gab auf. Es war schon längst verloren. Das wird immer weiter gespielt, weil es halt ein Mannschaftskampf ist und man hofft auf ein Wunder, was in der Regel nicht eintritt. Ja, warum gewinnt hier Schwarz? Klar, Turm F2, Dame. Na, das ist sogar matt auf C1 hier. Ne? Turm B1. Und Dame F2, Turm F2 ist auch klar. Ne? Und König G1, Dame E3. Ja, Magnus Carlsen war auch der Garant für die Canada Chess Brass, dass sie dieses Match dann letztendlich gewonnen haben mit 8,5 zu 7,5. Wir schauen mal hier auf die Pro Chess League Tabelle. Bei den Chess Brass Magnus Carlsen gewann alle 4 Partien und zusammen holten diese beiden Spieler allein 7 Punkte, während Eric Hansen nur einen halben Punkt holte und von Magnus hinterher im Interview noch so ein bisschen gefrotzelt wurde, wie schlecht er gespielt hätte. Und dann noch die junge Spielerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, holte einen Punkt. Damit haben die Chess Brass 2 Siege, eine Niederlage. Wir sind noch nicht durch für die K.O.-Runde. Die Indian Yogis haben es schon geschafft. Ihr seht es, 3 Siege bisher.
Und die besten zwei Teams nach 3 Wochen qualifizieren sich für die K.O.-Runde. Und es kann jetzt nur noch ein Team 3 Siege haben, Gotham Knights oder Shanghai Tigers. Die spielen gegeneinander. Und der Sieger von aus diesem Duell kommt in die K.O.-Runde. Ausgeschieden sind die Charlotte Cobras hier, 3 Niederlagen. Und, wie ich schon sagte, Berliner Bären gegen St. Louis Archbishops. Der Sieger, für den geht es weiter, für den Verlierer, der Verlierer scheidet aus. Also Daumen drücken für die Berliner Bären. Freitagabend, 19 Uhr, kommentiere ich es live mit Josefine Heinemann auf meinem Kanal. Bis dann, kommt vorbei. Macht's gut.